kannst auch sagen, ich spreche auch Deutsch. Aber für mich war eigentlich von Anfang an klar, dass wenn ich mich mit der Thematik auseinandersetze, ich auch die Bogenjagd mal praktizieren will. Difference between a rifle hunter and a bow hunter? That's a very good question. You have many experience with both of them, and how do you see the difference between those people? I think for rifle hunters, the shooting is most important. Okay. And as I see, for a bow hunter, if he had a close encounter, for example, yesterday, Eric had a 15 meter stag. And it was a huge thing for him, and I think this sometimes these close encounters are enough to make people as happy. Yeah. And also, the bow hunters likes to live the moment when something is very close. Yeah. And that's the different, like it's more personal. Yeah. Es geht hier bei dem Ganzen nicht darum, Büchsenjäger und Bogenjäger voneinander abzugrenzen. Denn die meisten, die mit dem Bogen jagen, jagen auch mit der Büchse. Und natürlich freue auch ich mich darauf, wenn es wieder mit der Büchse raus auf die Jagd geht. Aber nichtsdestotrotz ist, wenn man dann zum Bogen greift, das Befinden ein ganz anderes. Und damit wird auch die Zielsetzung eine ganz andere. Nachdem ich zum Ende vom letzten Video mit Benze auf eine Rotte Schwarzwild getroffen bin und ich aus dieser einen Frischling beschießen konnte, geht's jetzt ans Nachsuchen. Und nach ein paar Meter stießen wir auf den ersten Schweiß. Hier auch hier. Da dies aber das einzige Pirschzeichen war, teilten wir uns auf und Benze ging den Graben weiter, während ich oben nach dem Frischling suchte. Ein paar Meter weiter stieß Benze erneut auf Wildschweine. Allem Anschein nach hatte die Rotte von dem Ganzen nichts mitbekommen und hatte sich ein paar Meter weiter wieder gemütlich gemacht.
Tasche. Hier, hier. Probiere. Ja, no problem. Spannung, Anspannung und was für ein Erlebnis. Und dennoch Ungewissheit, denn es war etwas passiert, womit ich nicht gerechnet hatte. Das zweite Wildschwein machte einen sogenannten String Jump und sprang, kurz bevor der Pfeil bei ihr war, los. Deshalb konnten wir dann auch auf dem Video sehen, dass der Treffersitz etwas weiter hinten war als gewünscht. Nach einiger Zeit machten wir uns auf die Suche und es dauerte nicht lang, bis wir den ersten Frischling fanden. Was für eine Freude, was für eine Erleichterung. Doch zunächst war uns nicht klar, welches Schwein wir gefunden hatten. You think this the second? The second. Where should this sign? Here is the hole. This is the first. No, I think this is the. I think this is the first. This is the first one. This is the other one went the other direction. Ich machte mich ans Bergen, während Benze nach dem zweiten Frischling suchte. Nachdem er keine weiteren Pirschzeichen fand, beschlossen wir hier abzubrechen und später mit dem Hund nachzusuchen. Can you tell me how many times you have to search with a dog? With bow hunting, is there any difference to rifle hunting? The difference is when you shoot with a rifle something and you have a proper bullet and, or a proper caliber, you don't need to search too much. Okay. But people's mostly shooting fixed blade broadheads, which is fine, and I think, in my opinion, that's the best. But the fixed blade broadheads have a small cutting diameter, okay. Mostly, not everything, but mostly, and because of this fact. Sometimes or lots of times there is not too much blood, and without blood trail and you saw a couple of huge bush areas, you cannot find. So I will say a lot of times. But luckily, our pro hunters have a very very good dog, a very experienced dog in bow hunting. So in bow not in bow hunting but in bow shots, and that helps a lot. Yeah. I saw it with my second boar. We didn't find it at that spot we shot it. And then Gabor came with his dog and we searched around about an hour until we got the boar. It was already dead, but it made about 250 meters until it died. And maybe with a rifle shot, it would have been so much. As much as well, as far as well. But you got everything here to do your best to search the animals and get it to the shooter. Ja, dank Hund und wie schon gerade erwähnt, fanden wir nach ca. 200 Metern den Frischling bereits verendet in einer Deckung. Vielen Dank nochmal hier an Gaber und seine Hündin für die tolle Nachsuche. So war das Ganze für mich ein wirklich erfolgreicher und atemberaubender Morgen mit zwei Frischlingen auf der Strecke. Mehr Glück kann man, glaube ich, nicht haben zu Beginn seiner Jagdkarriere mit dem Bogen. Auch die nächsten Tage hatten wir immer wieder guten Anblick und wirklich tolle Erlebnisse. Tobi hatte noch Glück auf einen Rehbock und Manu hatte am letzten Tag wirklich, wirklich viel Pech wegen eines kleinen Hasen. Aber nichtsdestotrotz war es ein lehrreicher, spannender und wirklich toller Ausflug mit Freunden.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Film. Bis dann, Waldmannsheil.